Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gibt es Gott wirklich? Ist Jesus wirklich auferstanden? Stimmt die Schöpfungsgeschichte? Ist das eine Schöpfungsgeschichte? Oder ist es irgendwo ein Urknall? Oder hat Gott wirklich gesagt? Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Hat Gott wirklich gesagt? Wer hat diesen Satz gesagt? Genau, die Schlange. Und ich möchte heute mal ganz vorne in der Bibel anfangen. Ganz, ganz vorne, 1. Mose 2, Vers 25. Der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich nicht. Ja, so war es am Anfang. Und dann geht es im nächsten Kapitel weiter. Und zwar in 1. Mose 3. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gott, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus, seine Früchte wirkten verlockend und klug, würden sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie dem Mann. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter dem Baum. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam. Aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir die Frucht. Deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigte sie sich. Ist das nicht schon wieder wie heute? Die Frau, die du mir gegeben hast, und die Frau, die Schlange und so weiter, immer hin und her, ich bin's nicht. Ich denke, der Adam und die Eva trifft die gleiche Schuld, weil sie haben das Gleiche getan. Aber mit dem Vers, den ich angefangen habe, möchte ich jetzt nochmal vorlesen. Zuvor heißt es, gerade ein Vers zuvor, der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Das war der Schöpfungszustand. Sie waren geschaffen in Gottes Bild, wie wir wissen. Es war nur Adam und Eva da. Ihr Lieben, nur Adam und Eva. Vor wem muss man sich dann schämen?
Wenn ich jetzt heute in den Stadtgarten ginge und würde das erleben, wenn tausend oder was Leute da sind, da hätte ich ja Verständnis. Aber es war der Schöpfer da und nur Adam und Eva. Es war sonst niemand da. Aber sie haben gesündigt, sie luden Schuld auf sich. Es war Trennung von Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Das ist heute die Frage auch an dich. Hat Gott wirklich gesagt, was in seinem Wort steht und was hast du gemacht? Die Gemeinschaft mit Gott war zerstört. Und ab diesem Zeitpunkt war Sünde da und es war Trennung da. Und diese Trennung hat sich durchs ganze Alte Testament durchgezogen. Und ich sage dir auch, diese Trennung, ich möchte schon den Schluss vorwegnehmen, diese Trennung ist wieder möglich, dass sie aufgehoben wird, weil der Herr hält die Arme offen, der am Kreuz war und sagt, komm, ich vergib dir Schuld und Sünde. Das soll wiederhergestellt werden. Dieses intime Verhältnis im Garten Eden, dieses soll wiederhergestellt werden. Aber eine andere Sache, und da möchte ich heute den Schwerpunkt drauf legen. Es kam Scham und Schande. Und das ist ein tiefes, verzweifelndes Gefühl, das durch die Sünde kam. Es ist, ich habe etwas, was andere nicht sehen dürfen. Nicht nur nackt, sondern wie viel Scham ist heute zum Teil über der Christenheit. Ich habe was, was andere nicht sehen dürfen. Ich schäme mich darum. Vielleicht von der Vergangenheit, vielleicht etwas, wo du gar nichts dazu kannst, aber du es verbergen möchtest. Wie viel ist vielleicht schon irgendwo verdeckt durch die Kleidung oder durch Make-up, wo du mal geschlagen wurdest, als Kind oder als Frau oder was auch immer, wo du sagst, das muss ich mein ganzes Leben verdecken, das geht niemand was an, das Schamgefühl. Das Schamgefühl, Scham ist das Gefühl von Verlegenheit, Verletzung der Intimsphäre. Wo Menschen dir vielleicht so viel Leid angetan haben, vielleicht deinem Körper, und plötzlich war nicht mehr dieses Gefühl mit Gott, auch du mein Gott und ich, wir sind eins, sondern es hat geheißen, du Gott und ich, dein und mein, dein und mein. Ab diesem Moment, als sie gesündigt hatten, da war es Sünde, dann war es auf einmal nicht mehr wir, sondern dein und mein. Und du meinst, etwas stimmt mit dir nicht und sagst, wie sehe ich aus? All das, was heute so in der Werbung ist, ist für das Ganze förderlich. Schau mal, lauter Models, wäre ich so? Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Gott schuf dich nach seinem Bild, um das zu tun, was Gott mit dir auf der Erde vorhat. Das kannst du dir an den Spiegel schreiben. Gott schuf mich so, um das zu tun auf der Erde, was er für mich vorhat oder mit mir vorhat. Der Teufel möchte, dass du dich als Opfer fühlst. Ja, ich bin schuld. Ja, ich hab das nicht, hab jenes nicht. Und solange du in der Opferrolle bist, bringst du auch keine Frucht, weil du fühlst dich verkehrt. Du fühlst dich verkehrt, du machst alles verkehrt, du fühlst alles verkehrt. Der Teufel redet dir auch ein, das wird nie gut. Und ich sage dir, es gab ein Opfer, das heißt Jesus, der für jeden, der es möchte, das Opfer ist, dass du nicht mehr Opfer sein musst, sondern Sieger. Die Opfermentalität ist für einen Christen, der es kapiert hat, vorbei. Das soll eine Siegermentalität sein. Ja, es sieht blöd aus. Ja, ich bin krank, aber mein Gott ist größer.
Mein Gott ist stärker. Mein Gott ist so wunderbar. Der Teufel möchte dich immer auf dem Gebiet attackieren, wo Gott dich gebrauchen möchte. Lasst euch das mal ein bisschen auf der Zunge vergehen. Der Teufel sagt dir, du wirst nie reden können. Du wirst nie etwas mit Sprache tun können. Wisst ihr, ein gutes Beispiel dafür ist der Mose. Mose stotterte und hat die größte Volksmenge, die es je gab in der Bibel, angeführt. Und was war, als er berufen wurde? Ja, ich stottere. Und der Herr hat nicht gesagt, oh ja, sorry, falsche Mensch, ich muss einen anderen nehmen. Sondern er hat gesagt, genau du bist es. Weil ich habe dein Herz dafür vorbereitet, ich habe dein ganzes Drumherum dafür vorbereitet, du bist es. Ja, Herr, aber ich stottere. Ja, ein Mose hat er berufen. Wie war es bei Josef? Josef, die Brüder haben ihn verkauft, weil sie es nicht ertragen konnten, weil er von Gott aus ersehen war. Sie wussten nur nicht für was, aber der Traum, den Josef ihnen gesagt hat, dass sich alle vor ihm verbeugen würden, konnten sie nicht ertragen. Vielleicht kannst du auch so manches nicht ertragen. Neben dir oder jemand kann dich nicht ertragen, aber weil du eine Berufung hast, die in dir brodelt, wo eigentlich in Entwicklung ist. Ja. In 1. Mose 50, Vers 20 heißt es, als dann die ganze Josef-Geschichte durch war, als er wirklich Herrscher war und seine Brüder versorgen konnte, heißt es, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Viele Menschen oder einige möchten dir Böses tun und Gott macht Gutes daraus. Überlass es Gott und halte manchmal die Klappe und lass Gott reden. Lass Gott reden. Menschen möchten dich lähmen. Menschen möchten dich verfluchen. Wir sind ja schon so weit, dass in der Politik die Politiker einander verfluchen, wie ich letzt hörte, wo es geheißen hat, ich wünschte mir, sie wären nie geboren worden. Solche Sachen sind in der Politik unterwegs, ihr Lieben. Solche Sachen sollten unter Christen überhaupt nicht unterwegs sein. Und ich bin sicher, dass es heute Menschen hier hat, die diesen Satz schon für sich gehört haben oder Zuschauer, die diesen Satz schon gehört haben. Ich wünschte mir, sie werden nie geboren worden. Die Worte, die wir hören, die haben Macht. Wie ich es gerade gesagt habe, wenn du Flüche hörst, da muss nicht das Wort Fluch drin sein, aber wenn es heißt, ich möchte nicht und so weiter. Und ich sage jedem Einzelnen, brich diesen Fluch im Namen Jesu. Du kannst das. Du musst nicht irgendwo hinfahren oder zu einem Spezialo gehen, der irgendwo Befreiungsdienst macht. Brich diese Worte, diese negativen Worte, brich diesen Fluch und du bist frei davon. Sonst geht es dir immer nach. Ja, Gott, warum bin ich auf dieser Erde? Und immer wenn es dir schlecht geht, erinnert es dich dran. Die Worte, die du wieder aussprichst, haben Macht. Die Schlange hat zur Eva geredet und die Eva hat wieder gesprochen und beides ging in Erfüllung. Ganz tragisch. Aber die Schlange war listig. Die hat nicht gesagt, komm, ist einfach, ist nicht schlimm, sondern hat Gott wirklich gesagt. Listiger kann man es ja nicht mehr machen. Hat Gott wirklich gesagt? Gibt es Gott wirklich? Ist Jesus wirklich ans Kreuz gegangen? Hat Jesus wirklich gesiegt? Ist Jesus wirklich auferstanden? Stimmt die Schöpfungsgeschichte? Ist das eine Schöpfungsgeschichte oder ist es irgendwo ein Urknall oder hat Gott wirklich gesagt? In diesem,
In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang leben wir tagtäglich. Unsere Werbung, unsere ganze Welt drumherum ist eigentlich, hat Gott wirklich gesagt? Und was sagst du dann? Liest du in der Bibel? Ja, zu Weihnachten. Hat Gott wirklich gesagt? Wenn du nicht glaubst, was Gott sagt, glaubst du, was der Teufel sagt? Es gibt nur rechts oder links. Wenn du nicht glaubst, was Gott sagt in seinem Wort, glaubst du automatisch, was der Teufel sagt. Der Teufel. Ich nenne ihn Teufel. Für manche ist das Wort zu krass, aber ich sage dir, er ist krass. Und er gebraucht Menschen dazu, dir praktisch dich zu lähmen. Eltern, Lehrer, Bekannte, Freunde, Medien gebraucht er, um dich zu lähmen, indem du etwas hörst, du taugst nichts. Wenn ich dich nur nie gesehen hätte und all diese Aussagen arbeiten in dir, hat Gott wirklich gesagt. Hat Gott wirklich gesagt? Verheißungen, ihr Lieben, hat Gott wirklich gesagt, er hat in meiner Bibel Verheißungen gegeben und da heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ich bin der Gott, der dich heilt? Hat Gott wirklich gesagt, ich habe dich schon immer geliebt? Wenn du glaubst, was die Welt sagt, lebst du in dem Potenzial, das diese Welt hat. Und das ist limitiert. Es ist limitiert, was die Welt hat. Sie kann sich sehr schön darstellen. Sie kann sehr laut sein. Sie kann sehr bunt sein. Aber diese Welt ist limitiert. Gott ist es nicht. Er ist grenzenlos. Er ist grenzenlos. Hat Gott wirklich gesagt? Es kommt nicht auf deine Ausbildung an. Es kommt nicht darauf an, was dein Arzt sagt. Nicht falsch verstehen. Wenn der Arzt sagt, nimm Medikamente oder das oder jenes, ist das richtig nach schulmedizinischer Sache. Aber wenn er etwas sagt, wo für dich unmöglich ist, ich sage dir, kommt es nicht auf den Arzt an, sondern was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der Gott, der dich heilt. Und da stelle ich keineswegs das Können der Ärzte in Frage. Nein, nicht das, was deine Freunde sagen, nicht woher du kommst oder wo du gerade lebst. Ihr Lieben, nicht das ist es. Ihr Lieben, es ist der Plan Gottes, der über deinem Leben ist. Der Plan Gottes. Und wie ein Plan abgearbeitet wird, bis alles vollendet ist, so ist auch der Plan Gottes von deinem Leben vor Gott. Und Stück für Stück geht das in Erfüllung, was Gott mit dir vorhat. Es sei denn, du bremst es aus. Du hast vielleicht ein Attest vom Arzt, schwarz auf weiß, kannst das vielleicht sogar in der Tasche und sagst, schau her, hier steht geschrieben, ich lebe kein Jahr mehr. Und ich sag dir hier, schwarz auf weiß steht hier geschrieben, ich bin der Gott, dein Arzt. Amen. Schriftstück gegen Schriftstück. Hat Gott wirklich gesagt? Und ich sage dir, es tut weh, die Anzeichen sind genauso, wie es der Arzt sagt und so weiter. Ich sage dir, wir dürfen glauben bis in die letzte Sekunde unseres Lebens, dass Gott uns berührt, dass Gott uns heilt. Und ihr Lieben, er macht keine Fehler. Du hast dein Chaos schwarz auf weiß, aber die Bibel ist auch schwarz auf weiß. Und ich sage dir, das, was in der Bibel steht, das ist das, was du wirklich brauchst. Das ist das, was du wirklich brauchst. In Jesaja 49, Vers 1 heißt es, schon vor meiner Geburt hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Als ich noch in Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt.
Oder in dem Psalm 139, Vers 1, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Hat Gott wirklich gesagt? Und das kommt dir immer wieder entgegen. Hat Gott wirklich gesagt? Eva sagte, ja, Gott sagte, wir werden sterben, wenn wir davon essen. Du kannst die Bibel auswendig kennen, du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, aber wenn du nur die Bibel kennst und sie nicht lebst, ist es genauso, wie wenn die Eva und der Adam gesagt hat, gut, lass uns doch reinbeißen, was kann uns schon passieren? Wisst ihr, was passiert ist? Sie sind nicht körperlich gestorben, aber die geistliche Verbindung war im Moment weg. Es war Schamgefühl da, wir sind nackt, wir sind Sünder, wir können nicht mit dir reden. Gott hat gesagt, wo bist du, Adam, wo bist du? Meint ihr, er hat ihn nicht, er wusste nicht, wo er ist. Er hat genau gewusst, wo Adam ist, aber er wusste auch genau, sie haben von diesem Baum gegessen. Und es ist heute deine Entscheidung. Gottes Wort, hat Gott wirklich gesagt, zu sagen, ja, er hat gesagt und ich mache es so, wie Gott gesagt hat. In diesem Fall war es, du darfst alles machen, aber nicht von diesem einen Baum. Und so ist die ganze Bibel voll. Gott hat wirklich gesagt und wenn du das tust, wie Gott es gesagt hat, wird es auch so geschehen. In diesem Fall ist es auch geschehen und sie sind geistig gestorben. Es war Trennung da und die Schlange sagte noch, du wirst nicht wirklich sterben. Und ich sage dir auch heute, du kannst stehlen, trinken, du kannst den Staat bestehlen, du kannst Porno schauen und du kannst machen, was du willst, aber erwarte nicht die Wirkung von Gottes Wort. Erwarte nicht die Wirkung von Gottes Wort. Oder die Wirkung kommt, aber die Wirkung ist nicht, ist alles egal, sondern es trennt dich von Gott. Es trennt dich von Gott, aber wie wunderbar ist es. Wir haben ein Kreuz, wir haben die Errettung. Du kannst zu Jesus kommen, dass das alles, aller Schmutz, Vergangenheit ist. All diese Fruchtessen, dass all das, was Sünde ist, Vergangenheit ist. Und du ein neues Leben wieder mit einer Beziehung, mit deinem Herzen, mit Gott leben kannst. Und das ist so wunderbar. Gott kommt in den Garten und fragt, Adam, wo bist du? Und ich sage dir, fange nicht diesen Dialog an aus Furcht, aus Schande, weil du dich verstecken musst und abgewandt von der Gegenwart Gottes. Und wenn du dich so fühlst, ich bin nackt, ich bin bloß, ich bin ja gar nichts, was tauge ich denn? Und ich sage dir, in diesem Moment komm zum Kreuz und sag, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir. Denn wir wollen nicht ein Versteckspiel mit Gott spielen, sondern wir wollen wirklich im Garten sein. Im Garten mit ihm, im geistlichen Garten mit ihm verbunden sein. Was für Adam und Eva nicht mehr möglich war, danach ist für uns möglich. Wir dürfen wieder mit unserem Geist in Verbindung sein mit dem lebendigen Gott. Und es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Und ich sage dir, ich kann mir vorstellen, dass Gott mit Tränen in den Augen so zu manchem schon gesprochen hat. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du ein Versager bist? Wer hat dir gesagt, dass in deiner ganzen Familie immer Scheidung ist? Wer hat dir gesagt, dass bei dir Armut ist? Wer hat dir gesagt, dass du dumm bist? Wer hat dir gesagt, dass du nichts kannst? Wer hat dir gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Und ich sag dir, wenn der Teufel kommt und dir sagt, dass du nicht gut genug bist, dann sage ich, nein, Teufel, das stimmt nicht. Mein Vater in dem Himmel hat gesagt, ich
lebe als Kind Gottes in seiner Gerechtigkeit. Mein Vater im Himmel hat gesagt, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Mein Vater im Himmel hat gesagt, ich bin berufen. Mein Vater im Himmel hat gesagt, ich bin auserwählt. Mein Vater im Himmel hat gesagt, ich bin geliebt. Und mein Vater im Himmel hat gesagt, ich bin befreit. Ist Gott gut? Ja, Gott ist so gut. Ja, Gott hat wirklich gesagt, dass er mit dir in enger Gemeinschaft leben möchte. Er hat gesagt, er möchte mit dir in enger Gemeinschaft leben. Ist das nicht wunderbar? Das ist so wunderbar. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.